Herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Ja, das sollte jetzt aber nicht passieren. So. Auf diesem unwirklichen Planeten weiterhin. Oh, was zu sehen. Au. Ja. Das ist nicht so gelaufen, wie es sollte. Oh, klasse. Ja. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Also von hier aus denke ich mal nicht. Oh, ich hasse solche Planeten. Oh, so ein Mist. Hallo? Klasse. Oh nein. Oh, nicht schon wieder. Oh Gott. Hä? Eine Anomalie ist da. So. Den ganzen Weg da oben lang. Oh, einigermaßen gerade sogar. Okay, wer schießt hier auf mich? Nummer 1. Oh, oh Mann. Oh Mann. Das wird hier ganz souverän gelöst. So. Thank you.
Ja. Und was kann ich jetzt hier machen? Gar nichts, toll. Oh, da muss ich liegen. Praktisch. Oh, mittlerweile schon 3000. Diese ganze Questreihe jetzt abschließen können. Hör mal. Das war jetzt wieder klar. So, das war's. Noch ein Außenposten. Ja. Oh. Es ist ja jetzt mal wieder klasse.
Schießjacke ab und dann war's das. Ich will nicht länger als nötig auf diesem bergigen Planeten bleiben. So. Ja, das war's. Ich werde jetzt hier nicht weiter, sondern dafür ist mir der Planet einfach zu bergig. So, jetzt noch einen Planeten und dann müsste die Hauptbasis kommen. Okay, gehen wir zuerst zum Außenposten und dann schlagen wir uns hier rund durch. Hä? Wieder Mineralien gefunden. Sowas aber auch. Magnesium. Oh.
wissen, Hossen die Hauptoperationsbasis für diese Invasion ist. Augenblick! Wir empfangen eine Art Übertragung. Angesichts der Signalstärke würde ich sagen, dass sie aus diesem Sternencluster kommt. Die Hauptbasis der Geht. Lokalisieren Sie Ihre Position mit Hilfe des Signals. Dann vernichten wir Sie. Die Hauptbasis der Geht. Lokalisieren Sie Ihre Position mit Hilfe des Signals. Dann vernichten wir Sie. Gott sei Dank. Bald ist es geschafft. So. Ja, jetzt wird der Haken geschlagen. Und wieder mal über unwirtliches Terrain. Gut. Beryllium. So. Und geschafft. Okay. Habe ich zwar alle schon, aber was soll's.
Hui, was ist das denn? Oh. So, da war doch noch was. Aber interessant, was man so auf Planeten findet. Und wieder ein Kolonie-Insigne gefunden. Da wohl hoch. Und ja, das dritte und letzte. Ich bin hier nicht so dumm im Weg. Thorium. So. So, mal nachgucken, wie steht's denn mit den Sammelquests? Na, noch süße proteanische Daten brauche ich noch sehr viele. Kampfverzeichen 4. Ja. Turianische Insignien. Oh, fehlt noch jede Menge. Aber wir haben ja auch genug noch zu erkunden. Also ist ja nicht so, dass wir keine Zeit hätten. Und hier haben wir es, Grissom. Ich hoffe bald mal auf eine Mission, wo ich die zwei neuen Waffen ausprobieren kann. Polonium. Oh, ich sehe es jetzt links von mir blinken. Schade eigentlich. Beryllium. M
Medaillon des Salarianerordens. Bleibt aber echt im Hals stecken, der Name. Ja, Hitzegefahr. Sieht für mich aus wie Eisheer. Nein, es sieht eher aus wie der Mond. Hm? Plot. Trümmer. Ah, nochmal die. So, dann gehen wir oben lang. Hinzugehen. Entschuldigung. Oh. Ja, bin ein bisschen erkältet. Oh, gleich noch den zweiten, wo bin ich eigentlich? Ja, da muss ich jetzt wohl zwangsweise den Abstecher machen. Uran.
geschafft. Oh, Stufenaufstieg. Sollen wir das jetzt hier machen? Nein. Boah, das ist gut. Gleich der dritte. Muss ich gleich nur noch die ganzen Anomalien ansteuern. Und Trümmer. Magnesium. Oh, 3500 jetzt schon. Ja. Nein, nicht fressen hier. Oh, Schande. Nein. Hier rumzustehen bringt gar nichts. So, oh, Gott sei Dank. Das war knapp. Also speichern. Das hätte jetzt tiefgreifende Konsequenzen gehabt, weil dann hätte ich sehr weit zurückgehen müssen.
Oh. Das ist fies. Aber trotzdem noch gepackt. Na toll. Komme ich doch niemals hoch. Doch. Ich schaff's. Oh, ich hab's tatsächlich geschafft. Ich werde wieder irgendwelche Schrift rollen. Ja. Gehen wir. Das war ja wieder klar. Inventar. Gut. Ah, jetzt können wir endlich unsere neuen Waffen ausprobieren. So. Oh, die Waffe gefällt mir richtig.
die Waffe ist richtig gut. Hallo, willst du es mal? Na toll. Oh. Oh. Schon beendet? Ja. Weil ihr hier gar nichts gemacht habt. Und aber das war's noch nicht mit dem Quest. Ja, und diese Daten, die... Das ist das, was Tali auch gesucht hat. Die können wir eine Kopie von geben. Und dann haben wir da auch noch was erfüllt. Ich glaube, das ist aber auch die letzte Questreihe. Mit Ausnahme der natürlich letzten Mission. Aber die neuen Waffen sind gut. Hättet ihr beide euch auch mal bewegt, wäre der ganze Kampf schon viel schneller zu Ende gewesen. Aber nein, da muss die KI rumzicken. So. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Es ist wichtig. Stimmt etwas nicht? Es geht um die Daten, die Sie der Gate-Steuerungseinheit entnehmen konnten. Die Informationen, die Sie der Allianzkontrolle übermittelt haben. Ich möchte eine Kopie davon. Ich gehe davon aus, dass Sie diese Daten der Migrantenflotte übermitteln möchten. Diese Dateien enthalten Informationen, mit deren Hilfe wir die Gate vielleicht besser verstehen können. Sie könnten der Schlüssel dazu sein, unsere Heimatwelt zurückzuerobern. Sie glauben also, dass Sie mit Hilfe dieser Informationen Ihre Feinde eliminieren können? Nicht sofort. Wir müssen sie erst analysieren. Das könnte Jahre dauern. Aber so können wir erfahren, wie sich die Gate in den letzten Jahrhunderten verändert und weiterentwickelt haben. Geht in Ordnung. Fertigen Sie eine Kopie an. Mein Volk und ich stehen tief in Ihrer Schuld. Ich werde sie nie zurückzahlen können. Ich kann Ihnen nur anbieten, was ich ohnehin schon versprochen habe. Dass ich bei Ihnen bleibe, bis wir Saren und die Gate besiegt haben. Mehr habe ich nie erwartet. Ich danke Ihnen, Shepard. Habe ich nicht gesagt?
das allererste Kameradenquest abgeschlossen. Zum Glück gibt es hier drinnen nicht auch noch sowas wie Loyalitätsquests. Also heute ist meine Zunge auch taub. Muss ich doch Keplerin sagen, weil jetzt darf ich da nochmal zurückgehen, ey. Eine Nachricht von Admiral Hackett, Commander. Ich stelle durch. Wir haben eben Ihren Bericht erhalten. Offenbar waren diese Geth-Aktivitäten doch größer als erwartet. Möglicherweise haben Sie sogar eine Großoffensive in diesem System vorbereitet. Wir werden jetzt vermehrt Patrouillen im Armstrong-Cluster fliegen, damit sie sich hier nicht erneut festsetzen können. Gut gemacht, Shepard. Sie haben bei dieser Mission das Leben vieler Menschen gerettet. Hackett, Ende. So. Kepler-Sektor. Da ist nichts. Platin. Vielleicht eine neue Rüstung? Nein. Nur für Menschen. Jetzt fast schon. Und wieder war Level. So. Wann kriege ich den letzten beiden Punkte hiervon? Okay. So.
auch nichts. So. Danke. Danke, dass Sie mich vor diesen Dingern gerettet haben. Commander, das ist er. Das ist Dr. Saleon. Was? Mein Name ist Hart. Dr. Hart, bitte, holen Sie mich hier raus. Sind Sie sicher, dass er es ist? Positiv. Dieses Mal gibt es kein Entkommen, Doktor. Ich würde mir ja erst Ihre Organe nehmen, aber wir haben leider keine Zeit dafür. Sie sind verrückt. Er ist verrückt. Bitte lassen Sie nicht zu, dass er mir das antut. Wir nehmen ihn mit und übergeben ihn dem Militär. Aber wir haben ihn. Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen, nicht schon wieder. Wenn er stirbt, werden wir nie erfahren, was er vorhatte und wie er das gemacht hat. Wir nehmen ihn mit, verhören ihn und dann setzt er seine Zeit ab. Ich? Okay. Das stimmt. Sie sind ein sehr glücklicher Salarianer. Sie haben dem Commander ihr Leben zu verdanken. Oh, vielen Dank. Und so muss er trotz allem sterben. Was machte das alles für einen Sinn? Sie können nicht vorhersagen, was die Leute tun, Garrus. Aber Sie können kontrollieren, wie sie reagieren. Und das ist letzten Endes alles, was zählt. Ja, jemanden wie Sie habe ich noch nie getroffen, Commander. Tja, ich schätze, wir sind hier fertig. Haha. Und ein weiteres Loyalitätsquest abgeschlossen. Sozusagen. Obwohl es keine ist. Ich würde das jetzt mal... Teammitgliedsquest nennen. Wieder schreddern hier. So, mal gucken, das reicht. Ja, geht doch. So. Von diesen Kameradenquests ist eigentlich nur das von Rex richtig. Wichtig, das einzige. Den Rest kann man eigentlich auch ignorieren. So. Wohin geht's denn jetzt mal als nächstes? Später hin. Voyager Cluster. Ja. Commander, wir empfangen ein Signal vom Hauptquartier der 5. Flotte auf der Zitadelle. Ich stelle es durch. Commander Shepard, etwas Unangenehmes ist geschehen. Während des Erstkontaktkrieges haben wir zahlreiche Spionagesonden in den turianischen Raum geschickt. Eine von ihnen schickte uns eben die Nachricht, Mission ausgeführt. Oh, toll. So, aber ich mache jetzt mal einen kleinen Schnitt, weil dann haben wir eine Stunde erreicht.